Ja, natürliche Fitnessfoods für deine Energie, für deinen Muskelaufbau und natürlich eben auch für dein Abnehmen und dein Wohlfühlen. In dieser Woche geht es darum, Fitnessfoods unter die Lupe zu nehmen. Und unter Fitnessfoods meinen viele natürlich eben auch diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die auf jeden Fall dazu auch gehören. Aber wir können natürlich auch über uns natürliche Fitnessfoods rechnen, also Obst, Gemüse, Nahrungsmittel, die wir täglich zu uns nehmen. Und dazu habe ich mir den Dennis Salomon von veganfeeling.de eingeladen, der da eben sehr, sehr viel mit experimentiert, unter anderem auch Profisportler betreut. Und heute geht es um das Thema Eiweiß. Thema, wie können wir auf natürliche Art und Weise mit natürlichen Foods unseren Eiweißbedarf decken? Haben auch Proteinshakes, Eiweißshakes ihre Bedeutung? Wenn ja, welche? Und vieles mehr. Das alles erfährst du heute in dieser Superboost-Episode. Ja, Dennis, du bist wieder am Start. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, grüß dich. Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, wie wir quasi richtig Energie, schnell Energie bekommen. Du hast angesprochen, da gibt es ja Foods wie teilweise auch Knoblauch, Kurkuma, Ingwer, Orangen, Bananen, Datteln und vieles mehr. Heute sprechen wir das Proteinthema an. Du hast die BCAAs angesprochen, das sind ja einzelne Aminosäuren vom Protein. Da ist es ja sehr, sehr einfach, zum Beispiel einen BCAA-Shake zu sich zu nehmen, einfach in diesem ausgewogenen Verhältnis. Was gibt es für Alternativen und findest du es sinnvoll, so einen Shake auch zu nehmen? Ich finde die BCAAs sehr gut, wenn sie extrahiert sind. Ich finde, gegen extrahiertes ist nichts zu sagen. Ich bin nur ein großer Verfechter dafür, es möglichst natürlich zu machen. Also, wenn ich jetzt weiß, okay, in Buchweizen, da ist Lysin mit drin oder verschiedene andere Sachen noch, vielleicht nicht die voller BCAAs, aber dann kann ich noch was dazu hinzufügen, dann würde ich eher versuchen, das zu nehmen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass jetzt extrahiert ist natürlich schneller, größer, besser in dem Körper drin und dann. Würde es denn auch über irgendeinen Saft gehen? Weil ich zum Beispiel trainiere frühs auf nüchternen Magen und will ja bewusst nichts essen vorher. A, um die Fettresorption zu steigern während dem Training, B, eben auch um Intervallfasten durchzuziehen. Hätte ich aber trotzdem eine Möglichkeit, meine BCAAs vor dem Training zu mir zu nehmen, ohne solche Extrakte? Wüsstest du darauf? Also man, ja, also mit Säften vielleicht könnte man da was machen, aber da müsste man da auch, das ist ja immer das, dass man immer erstmal drauf schauen muss. Es kommt ja keiner her und sagt, mach mal das, mach mal dies, sondern die sagen ja, kauf mein Produkt, was ja auch okay ist. Ich stock da jetzt ein bisschen, weil ich erstmal, ich würde vorm Training immer essen. Ja, okay. Ich persönlich. Aber du hast natürlich Gründe, warum du es anders machst. Ich glaube, dass man, um Leistung zu bringen, Energie braucht. Natürlich kriegt man auch über die, weiß man, am Abend gegessen hat, da ist noch ein bisschen was da auch und so weiter, aber dass da die Energie herkommt, aber die BCAAs, also am einfachsten ist natürlich dann die, wenn du eine gute Quelle hast, das zu nehmen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir über grüne Säfte, Wildkräuter und so weiter, da hast du ja das komplette Spektrum an Aminosäuren drin, natürlich nicht in diesem ausgewogenen Verhältnis. Also das wäre eine Möglichkeit. Wenn ich da kurz, Ja. da, zum Beispiel, ja, also Brennnessel zum Beispiel, das Ja. haben alle Aminosäuren, die du brauchst, alle essentiellen sind drin. Und wenn du da jetzt, sagen wir mal, einen Garten hast und da sehr viel rumstehen hast, machst du einen schönen Saft davon, Ja. dann kann ich mir vorstellen, dass das richtig gut geht. Also vielleicht ein Schuss Zitrone noch mit rein, vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Sellerie ist Ja. immer gut für die Flamme. Sellerie haben wir schon gesprochen. Brennnessel übrigens haben wir auch einen sehr starken Blog-Eintrag über einen Spitzenathlet, der quasi einen Hungerast hatte während seines Wettkampfes und dann quasi am Straßenrand Brennnesselsamen gegessen hat Sehr gut, ja. und dann weiterfahren konnte tatsächlich. Also den Blog-Eintrag kannst du dir gerne mal durchlesen. Die Kraft von Wildkräutern ist definitiv nicht zu unterschätzen. Was würdest du denn sonst sagen? Sind denn so natürliche Foods, klar, ich kann jederzeit auf ein Proteinpulver zurückgreifen, was auch, da gibt es auch sehr, sehr viele natürliche Sorten. Auch da haben wir einen tollen Blog-Eintrag dazu. Es gibt auch sehr viele Isolate. Gehen wir erstmal da rein, was sind natürliche Foods, die richtig viel Protein enthalten? Also Wildkräuter haben wir gerade angesprochen, also das ist, glaube ich, so der Spitzenreiter. Die haben teilweise bis zu 50% oder so drin. Du kannst natürlich nicht so viel essen und das müsste man auch. Man könnte natürlich die Wildkräuter einfach trocknen, klar. Vielleicht so Pulver mahlen und sich sie dann. Das ist natürlich sehr natürlich, aber man hat es sehr komprimiert, ne? Also dann hast du halt zum Beispiel die Brennnessel, dann hast du halt, oder die Samen,
hast so ein großes, großartiges Proteinpulver. Mm. Super aufwendig halt, ne? Oder du kaufst es super teuer wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke schon. Also jemand, ja. Also, aber wenn du halt, wir zum Beispiel im Garten bei uns, im Teneriffa, da wuchern überall rum, mega viel Samen dran. Wir schaffen das gar nicht, die alle abzuehren. Ja, klar. Ja, weil es eben auch aufwendig ist. Also ich kann mir das auch schon vorstellen, ne? Die dann eben auch zu, dann verbrennst du dich und vieles mehr. Gibt, du hast ja auch gekeimten Buchweizen angesprochen, Sprossen angesprochen. Dann fällt mir sowas ein wie natürlich Linsenbohnen mit einem sehr hohen Eiweißgehalt. Meistens 20%. Ja, und noch mehr. Ne? Ja. Gibt es denn so ein, wo du sagst, hey, das ist ein schnelles Gericht, wo richtig viel Eiweiß drin ist, was gut schmeckt und was ich mir zum Beispiel schnell machen kann, um nach dem Training auch gut versorgt zu sein oder generell? Ja, Säfte sind da immer gut. Also da ist jetzt der Brennnesselsaft, kann ich wieder ansprechen. Also oder generell alle Sprossen, die du so finden kannst, gibt ja auch Brokkolisprossen. Ja, gibt ja nicht nur Brokkoli an sich, aber die Brokkolisprossen an sich schon mal. Die hast du dir heute gekauft. Habe ich mir heute gekauft. Ja. Kannst du im Biomarkt kaufen, Brokkolisprossen. Sehr geil. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, die selber züchtest, meinetwegen, du machst das gerade, obwohl das ist jetzt nicht schnell, ja, aber sowas kann man kaufen, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das könnte man auch zu Pulver verarbeiten, in großen Mengen dann eben klein machen und essen. Wildkräuter und Sprossen sind richtig gute Proteinquellen, die auf jeden Fall zu empfehlen sind. Ne? Da gibt es ja einige, auch die Lupine, die du ja so großartig findest und auch immer wieder in deinem Tagesalltag hast. Gutes Stichwort, vegan kochen mit Lupine, das Rezeptbuch natürlich. Da hast du mal wirklich viel Protein drin, schnelle Rezepte drin, einfache Riegel. Weil mir kommt so das Ding, okay, ich kann ja jetzt Wildkräuter und Sprossen essen, aber ich bräuchte da echt große Mengen. Und wir sind es ja auch so eingeimpft bekommen. Ne? Wir brauchen, ich weiß nicht, 1-2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Und in so einem Eiweißshake sind ja locker mal 30-40 Gramm Protein drin. Ich wüsste nicht, wie ich das über Brennnessel überhaupt jemals abdecken kann. Oder auch bei Sprossen müsste ich extrem viel essen. Also gibt es vielleicht so 1-2 Gerichte, wo du sagst, hey, da ist echt viel gutes Eiweiß drin. Jetzt mal ein Tofu-Schnitzel abgesehen davon. Wo du sagst, hey, das kannst du super gut empfehlen. Ja, ich muss über den Buchweizen wieder ansprechen. Der Buchweizen ist echt ein Superfood aus meiner Sicht betrachtet. Das ist jetzt nicht das typische Superfood, aber eigentlich schon, wenn man jetzt getraut wird. Da ist sehr viel Eiweiß drin. Das kann man gut essen, aber als Sprossen finde ich es noch sogar besser als gekocht, ich persönlich. Und da kannst du schon einiges abdenken. Da sind halt wieder viele Kohlenhydrate drin, das ist für dich jetzt morgens vielleicht nichts. Ja gut, das muss ja auch nicht immer morgens sein. Ja. Was ich eben auch ganz gut finde, ist beispielsweise die Lupinenriegel, die wir machen, oder eben auch, du kannst ja auch mit Bohnen, jetzt ist es nicht zwar Rohkost jetzt mehr, aber du kannst ja eben auch mit Bohnen richtig süße, geile Sachen machen. Ne? Mhm. Also so süße Riegel, süße Cakes und so weiter, die sehr, sehr hoch an Protein sind, sehr, sehr hoch auch an guten Zucker sind. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Da auf jeden Fall mal einschalten am Donnerstag in der nächsten Episode, wenn wir über Fitnessriegel-Backmischungen sprechen, die bio sind, die nur aus natürlichen Zutaten bestehen und eben nicht diesen ganzen Kakao, Zucker, Chemiezeug drin haben, was du im Handel normalerweise kaufen kannst. Also das wäre eine Möglichkeit. Und was mir ansonsten noch einfällt, ist halt, wenn du auch was Warmes beispielsweise abends oder nach dem Training essen willst, was sehr viel Proteine enthält, sind halt so eine klassische Gemüsepfanne und du machst dir ein bisschen Linsen mit dazu beispielsweise. Ne? Und wenn du nach unbedingt willst, kannst du natürlich ein paar Tofu-Sticks mit reinmachen oder Lupinen-Ding oder es gibt ja auch mittlerweile auch diese Wheaties, diese Weizen-Eiweiß-Sachen, da bin ich zwar jetzt kein Fan davon, aber du kannst locker mal auf eine 50-60 Gramm Protein Bowl, wie auch immer, hingehen. Ne? Also, ja, das kriegst du sogar auch rohköstlich hin. Vielleicht kann ich da mal ein paar Sachen sagen, bitte. Was ich jetzt zum Beispiel morgens super gerne esse und was ich auf jeden Fall jedem Sportler empfehle auch und würde, auch wenn ich ist zum Beispiel auch wieder Buchweizen, Datteln und Bananen gemischt. Oh, mega. Also das ist, du mixt die Bananen, die Datteln, mixt du wirklich, da hast du eine richtige Pampe, mit den Buchweizen, die gesprost sind, verrührst du das und dann machst du zum Beispiel Beeren dran. Vielleicht schneidest du noch 1-2 Äpfel, kleinen Birnen, alles, was dir so einfällt, haust du damit dran und dann ist das schon quasi, das ist eine Mahlzeit, da ist alles drin, da ist richtig Energie drin, aber richtig Energie. Dann ist sehr viel Protein noch mit dabei. Das macht einfach die Masse dann auch. Und wenn du jetzt sagst, du willst so Riegel, dann kannst du das nehmen, was wir gerade gesagt haben, und dann auf dem Dörrtomatblech ausstreichen und trocknen lassen. Und dann hast du eine feste Masse und das kannst du mitnehmen.
und als Riegel verwenden. Ja, und schmeckt noch richtig, richtig. Das schmeckt Hammer. Ich kann nicht mehr aufhören, das zu essen. Ja, ist geil. Also es ist wirklich, wenn ich das esse, es hört einfach nicht auf. Es kann nicht aufhören. Ja. Und das finde ich geil, dass wenn ein Essen so schmeckt, dass das einfach immer weiter essen willst. Mhm. Nicht, weil das dir reinquält. Es gibt ja auch manchmal Leute, und die quälen sich was rein, weil sie denken, sie müssen es essen. Ja, so ist es oft bei Eiweißshakes oder Proteinshakes, ne? Die, wo du sagst, okay, ja, den muss ich doch nach dem Training nehmen, um das Open Window, wo die Muskel direkt aufnahmefähig sind, zu nehmen. Gibt es einen Eiweißshake oder gibt es irgendwie was in die Richtung, was du selber nimmst? Gibt ja auch rohvegane Eiweißshakes. Würdest du es empfehlen oder würdest du immer zu der Variante greifen, so natürlich wie möglich? Nein, ich würde das empfehlen, unter Umständen, je nachdem, was der Sportler auch macht und wo er hin will und so weiter. Klar, aber natürlich so natürlich wie möglich, das schon. Also mal versuchen. Ich persönlich nehme nichts. Ich weiß immer, dass ich genug Quellen habe, auch im Garten. Wir haben Grünkohl angebaut. Da ist mega viel drin. Wenn ich daraus einen Saft mache, dann ist das schon gut. Man muss ja auch immer sehen, dass der Körper ja gar nicht so viel Protein aufnehmen kann pro Mahlzeit. Wie viel wäre das? Also soviel ich weiß, ist es 30 Gramm, das man pro Mahlzeit aufnehmen kann. Gerne kann ich da jetzt verbessert werden, da bin ich jetzt nicht 100% sicher, aber man muss ja öfters am Tag sozusagen seine Proteine sich reinhauen. Viele denken ja, das möchte ich nur kurz noch sagen, viele denken ja, dass Proteine, dass man so viel essen muss davon, um Muskeln zu bekommen. Ich persönlich glaube, dass es gar nicht so viel sein muss. Der Körper, gut, wenn man jetzt in so einen Bereich geht, wo so richtig Bodybuilding, wo man wirklich das geht, da braucht man schon ein bisschen was, aber man muss, glaube ich, nicht wesentlich über 150 Gramm kommen am Tag. Also nicht wesentlich. Es gibt ja Leute, die essen wesentlich mehr. Und ich glaube, dass das zu viel ist, dass es eher sogar aus meiner Sicht hinderlich für den Körper ist, weil der muss das ja alles abbauen. Das ist ja alles. Die Nieren sind beschäftigt, ne? Du musst überschüssiges Eiweiß wieder ausführen, sozusagen. Und alles, was eben, wie du es ja auch sagst, aus dem Gesamtkontext gerissen ist, wie beispielsweise beim Apfel, da nimmst du dann quasi irgendwie das Vitamin C raus, ist das dann halb so viel wert, wie wenn du den ganzen Apfel isst. Ne? Ja, wir einfach so nicht designed sind als Menschen, dass wir eben Auszüge nur genießen. Genau. Um das vielleicht nochmal, im Abend esse ich zum Beispiel Linsen auch, gekeimte Linsen allerdings, und da esse ich locker mal 200 Gramm. Und wenn wir jetzt auf die Packung gucken, dann haben 20 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Ja, klar. Und da hast du ja schon deine 20, 40 Gramm, je nachdem, wie viel du isst. Ja. Dann esse ich noch Süßkartoffeln dazu, rohe Süßkartoffeln, super lecker. Kann ich auch nur empfehlen. Die sind einfach sehr, sehr gut gehaltvoll und sind lecker. Roh, hast du schon mal gegessen? Ja, Süßkartoffeln, klar. Ja. Lecker. Also voll süß. Gutes, ja. Ja, wie sie halten. Also, viele kommen zu uns immer und sagen, wie, die kannst du roh essen? Ja, genau wie beim Brokkoli. Klappt auch nie, dass du roh essen kannst. Also, und ich war bei Dennis schon in Teneriffa. Ich weiß auch, dass das Zeug sehr gut schmeckt, was er da macht. Also, wenn ich das jetzt nur so hören würde, gekeimte Linsen und einen rohen Süßkartoffel, würde er erstmal behalte das Zeug für dich. Aber der macht es auch noch richtig lecker. Check da gerne mal seine Ressourcen aus. Der hat super coole Bücher gemacht. Einen Online-Kurs hast du jetzt sogar rausgebracht. Ja, wenn man rohköstlich werden möchte, einsteigen möchte, so ein bisschen für Einsteiger. Mega. Also da gibt es auch super gute Rezepte drin, auch alles für Sportler. Da gerne mal reingucken und das ist so ein netter Kerl. Die sind auch so günstig, diese Sachen. Also alles unter 50 Euro. Mega gut. Also, absolute Empfehlung. Vielen lieben Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.